Ja, wir sind jetzt hier in Lochau am Bodensee. Hallo und herzlich willkommen. Und ja, da vorne auf der Bank, da liegt die Romy, weil da stimmt irgendwas nicht mit dem Magen. Ja, wir waren hier auf dem Campingplatz. Gestern Abend war noch alles gut, aber jetzt liegt die Romy hier halt auf der Bank und wir können nicht weiterfahren. Romy! Romy, was ist denn los mit dir? Ja, die Romy, die mag nicht fahren. Wir ruhen uns jetzt hier ein bisschen auf der Bank aus. Da hinten fährt die kranke Romy. Wir fahren jetzt noch ein Stückchen weiter. Da kommt ein Campingplatz. Weil hier kosten die Hotels in Österreich irgendwie doppelt so viel wie bei uns in Deutschland. Deshalb gehen wir jetzt nochmal auf den Campingplatz. Und da muss Romina ein bisschen schlafen und dann geht das morgen schon wieder weiter. So, ich habe der Romina hier jetzt so einen Bulgursalat geholt. Das ist vielleicht ganz gut. Und dann setzen wir uns gleich auf den Campingplatz. Das sind noch so 5 Minuten. Hier noch über die Brücke. Wir müssen heute schon um 11:30 das Zelt aufbauen. Ja, hier ist der Campingplatz. Der ist leider geschlossen. Das ist ziemlich blöd. Jetzt müssen wir mal gucken, da müssen wir noch ein Stück weiterfahren. Aber die Romy, die kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Wahrscheinlich gehen wir jetzt erstmal und setzen uns hin. Mal sehen. Ja, wir haben hier einen Campingplatz gefunden. Da unten liegt die Romy. Und wir haben hier jetzt hier so eine Plane drüber gespannt. Weil es ja, richtig viel Sonne. Oh, jetzt ist die Romy wach geworden. Hallo Romy. Hallo. Ja, wir erholen uns jetzt hier. Wir bauen später das Zelt auf. Wir liegen jetzt hier ein bisschen in der Sonne und regenerieren. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben den Campingplatz verlassen. Mir geht es wieder einigermaßen gut. Nur den Stefan, den hat es jetzt erwischt. Er hat sich schon gestern Abend nicht mehr so gut gefühlt. Aber er wollte auf jeden Fall weiterfahren. Ja, wir stehen jetzt hier auf der Bregenzer Achbrücke. Gleich kommt nochmal der Rhein. Der fließt hier auch in den Bodensee. Und dann fahren wir weiter. Thank you.
Ja, guten Morgen, meine Lieben. Ja, wir sind hier beim Patrick und der Patrick hat hier so Wohnmobile oder alte Fahrzeuge, wo man drin schlafen kann. Und hier ein hochmodernes Zelt. Und ja, wir frühstücken hier gerade. Wir haben gestern Abend hier diesen Platz gefunden. Und ja, das ist direkt beim Patrick im Naturschutzgebiet. Der hat nämlich hier das Haus im Naturschutzgebiet. Und das Naturschutzgebiet, das fängt da vorne hinterm Schilf an. Und da ist wohl die größte Vogelansammlung Europas hier am Bodensee. Und er wohnt direkt hier. Und hier drumherum, also so viele Vögelgezwitscher, das haben wir noch nie gehört. Das ist unglaublich, das macht richtig Spaß. Und da ist auch noch die Burg Rommi. Wie heißt die? Luxburg. Ja genau, die kann man leider nicht besichtigen, weil da oben ein Storch drauf sitzt. Ja, so ist das hier im Naturschutzgebiet. Uns beiden geht's besser und wir frühstücken jetzt. Wir fahren gleich weiter, wir bauen das Zelt ab und dann geht's los. Ja, wir sind jetzt in so einem Park und da sind überall diese Disc-Golf-Körbe aufgestellt. Da kommen auch viele Radfahrer vorbei, da kommen wieder zwei. Hallo! Ja, und wir machen jetzt hier Mittag. Die haben gar nicht gewunken, ne? Wir haben jetzt hier einen coolen Picknickplatz gefunden, mitten im Wald. Feuerholz gibt es auch, eine Feuerstelle ist vorhanden. Hier haben wir schon was vorbereitet. Es gibt Zucchini mit Zwiebeln und dazu gibt es Bärlauch. Da haben wir uns ein paar Portionen aus dem Wald genommen. So, wir haben ja hier an der Grillstelle, wollten wir hier unser Zelt aufbauen, aber da kommen die ganze Zeit irgendwelche Leute hier vorne, hier den Weg lang. Das ist nicht ganz so gut, deshalb, die Romy, die hat gerade auf der Karte so eine Schutzhütte gefunden. Ich zeige euch jetzt mal kurz, da bin ich hingefahren. Also, man kommt diesen Weg hoch, kann hier reinfahren. Wenn ich in diesen Weg reinfahre, also, ich drehe mich jetzt um, so. Dann haben wir da so zwei Bauwagen mit Nummernschild aktuell. Hier scheint noch jemand was noch zu machen. Da ist wohl ein Plumpsklo. Und da ist so ein, ja, eine Hütte, die kann man mieten. Und jetzt gehen wir einmal. Moment. Da scheint auch jemand, hier kommt ab und zu jemand hin, weil hier stellt jemand die Fässer, wechselt die zum Regenauffangen. Aber ich würde mich jetzt hier hinter das Haus stellen. Weil wenn ich jetzt hier mich hinstelle, so, kann man von da schlecht sehen und von da auch. Das ist, glaube ich, hier besser. Besser wie an der Grillstelle. Ja, aber war aber schon länger keiner mehr drin. Und von vorne, ist das die Seite? Das ist die Bayernhütte.
wir schaffen Zukunft. Ja, und wenn die Zukunft schaffen, hat ja keiner was dagegen, wenn wir uns... Wenn die Zukunft schaffen, dann haben wir ja nichts dagegen, wenn wir hier ökonomisch, ökologisch hier zelten. Ich laufe jetzt nochmal da durch. Guck, ob ich Zecken kriege. Ja, und jetzt packen wir hier die Fahrräder wieder zusammen und fahren zu diesem Platz und bauen dahinter unser Zelt auf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Romy, komm, sag mal Tschüss. Also, diesmal wirklich. Auf Wiedersehen.